Und hinzugeschaltet ist Rainer Wendt, der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft. Morgen erwähnt Diskussion also um die Proteste. Wie ist denn Ihre Position? Zunächst einmal schützt das Versammlungsrecht alle diejenigen, die friedlich und ohne Waffen unter freiem Himmel ihre Meinung sagen wollen. Das ist sozusagen der Normalfall der Demokratie. Und die meisten haben dies auch im Rahmen unserer Rechtsordnung gemacht. Sie haben Abstandsregeln eingehalten und viele andere Bestimmungen auch. Das muss man positiv hervorheben. Im Übrigen ist es grundsätzlich auch positiv, dass Menschen in einem freien Land frei ihre Meinung sagen. Insofern bin ich ganz bei dem Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Das muss man zunächst einmal akzeptieren. Aber da, wo gegen Vorschriften verstoßen wird, da wird eingeschritten und im Rahmen ihrer Möglichkeiten tut die Polizei das auch. Übrigens auch immer unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit, wie beispielsweise in München. Im Rahmen der Möglichkeiten, das hat ja, oder der Rahmen wird ja auch gesetzt durch Sicherheitsvorkehrungen, denen sich auch Polizisten ausgesetzt fühlen müssen in eben Corona-Zeiten. Funktioniert das? Ja, das funktioniert in den allermeisten Fällen, in denen im Übrigen auch die Menschen selber bereit sind, sich an diese Vorschriften zu halten. Das Bild wird manchmal von denjenigen bestimmt, die sich nicht daran halten, die ganz bewusst provozieren, mit welchen Möglichkeiten auch immer die Polizisten und Polizisten angreifen, wie in Berlin auf dem Alexanderplatz. Die bestimmen leider auch das Bild und das verkennt ein wenig das tatsächliche Ausmaß dieser Proteste, aber auch die Tatsache, dass die meisten sich an die Regeln halten. Ja, es funktioniert, aber manchmal muss die Polizei eben auch abwägen. Und das hat sie sehr klug getan in München. Wenn der Schaden, den wir beispielsweise durch die Auflösung einer Demonstration anrichten können, größer ist als der Nutzen, dann muss man davon Abstand nehmen. Das nennen wir Verhältnismäßigkeit. Das heißt, die Maßnahmen müssen geeignet, also zwecktauglich sein. Sie müssen erforderlich sein und in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Und genau das muss Polizei in jedem Einzelfall abwägen. Wir können nicht mit einem Raster an solche Demonstrationen herangehen. Das ist die große Verantwortung der Einsatzführer vor Ort. Schauen wir gerade noch mal auf die Demonstration von Berlin. Sie haben es gesagt, so punktuell gab es da, ich will nicht sagen Ausschreitungen, aber vielleicht übers Ziel hinausgeschossen. Die Beamten selbst, was hört man von dort? Haben die Verständnis für das, was da auf der Straße passiert? Einerseits die Lockerung der Regeln, andererseits Proteste, dass das nicht weit genug geht, derer, die da eben protestieren und an Demonstrationen teilnehmen. Und zunächst einmal beurteilt Polizei eine solche Veranstaltung aus versammlungsrechtlicher und polizeirechtlicher Sicht nicht danach, wer sich dort versammelt und welche Aussagen er dort tätigt. Das haben wir nicht zu beurteilen. Ich glaube, die Tatsache, dass wir die Zusammensetzung der Demonstration so viel diskutieren, damit werden die Leute auch weit überschätzt. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Wir müssen die Emotionen aufnehmen, die dort teilweise im Übrigen auch von ganz völlig normalen Menschen geäußert werden. Aber für das Verhalten, beispielsweise auf dem Alexanderplatz, hat niemand Verständnis. Auch das, was auf dem Rosa-Luxemburg-Platz sich manchmal abgespielt hat, was bewusst provoziert wird, Einsatzkräfte herausgefordert werden, bewusst gegen Auflagen verstoßen wird. Und da wird die Berliner Polizei auch darauf reagieren müssen. Es ist ja insofern eine neue Situation. Die Polizei ist zwar mit Einsatzgeschehen grundsätzlich sehr erfahren, auch und gerade hier in der Hauptstadt, aber unter Corona-Bedingungen eine Demonstration ist dann doch etwas anderes. Hier gilt es noch, andere Dinge durchzusetzen. Und das kann die Berliner Polizei und das wird sie auch tun. Rainer Wendt, recht vielen Dank für das Gespräch.